willkommen bei einem neuen Projekt. Ich hatte es ja angekündigt. Wir spielen Gianna Sisters Twisted Dreams. Ich habe jetzt keine Recherche betrieben. Die Wissensbomben kommen noch später. Gianna Sisters war auf jeden Fall mal ein Spiel, das hatte ich auf meinem allerersten digitalen Gerät, einem Atari ST. Das wird wahrscheinlich niemandem von euch was sagen, aber sowas hatte ich auf jeden Fall mal. Und wenn ich es mich nicht irre, vor ein, zwei Jahren hat der Entwickler von dem Original Gianna Sisters gesagt, er will eine Fortsetzung machen und hat auf Kickstarter eine Kampagne gestartet und hat genug Geld zusammenbekommen und es wurde Gianna Sisters Twisted Dreams entwickelt. Ja, was viel muss ich eigentlich erstmal nicht sagen, weil man dann im Spiel alles eigentlich kennenlernt soweit. Ich muss sagen, ich habe den ersten Level schon mal gespielt. Also, es ist relativ blind, aber nicht voll blind. Und wir spielen auf jeden Fall auf normal. So, die Story ist irgendwie, also das sind die Kristalle, die man als Items einsammelt. Das sind die beiden Schwestern. Oh nein, die Kristalle sind zurück, weil die hatten die ja schon mal. Im ersten Teil. Und irgendwie schaffen sie dadurch ein Portal zu erstellen. Und die eine Schwester wird eingesaugt und die andere heldenhaft springt hinterher. So viel zur Story. So, jetzt spielen wir Level 1.1 Schleierweide. Man sieht, ich habe den schon mal auf 100% gemacht, aber das stört uns jetzt nicht. Ich spiele nicht ganz auf voller Grafikeinstellung. Das packt mein Laptop zwar auch, aber es ist dann relativ langsam. Das ist ein bisschen schwächer. Ich hoffe, die Geschwindigkeit ist annehmend. Annehmbar wollte ich sagen. Aber das sehen wir jetzt. Also der Effekt ist auf jeden Fall mal schneller und flüssiger. Okay, also. Wir steuern ein blondes Mädel, die erstmal noch nichts kann. Uns wird gesagt, wir sollen nach rechts laufen. Da können wir jetzt diese Diamanten einsammeln. Mit A hüpfen wir. Und können dann noch mehr solche Diamanten einsammeln. Diamanten, Kristalle, wie auch immer man das nennen will. So, das Spiel ist ein bisschen... Es hat ein paar Jump'n'Run-Rätsel. Ja, wir sind in einer Traumwelt. Also so viel kann man schon mal sagen. Wir sind auf jeden Fall in einer Traumwelt. Und zwar in einem Albtraum. Also es ist alles hier... Ah, Checkpoint. Wuhu. Wenn wir sterben, landen wir wieder hier. Es ist alles dunkel und düster, weil Albtraum von unserem Mädel hier. Hier kriegen wir beigebracht, auf den Gegner springen, besiegt diesen Gegner. Dieses blaue Ding ist ein Schild, also es ermöglicht uns einmal getroffen zu werden. Ja, wir sind hier im Albtraum von unserem Mädel. Und die Musik ist auch passend zu unserem Charakter. Da wird es aber später was Cooles geben. Man kann nämlich auf ein anderes Mädel wechseln, also die. Okay, wir haben unser erstes Secret. Hier oben eine kleine Sprungsequenz nach oben und wir haben einen Spezialkristall, der uns, glaube ich, Bilder freischaltet. Ja, wir können später auf ein anderes Mädel wechseln und da ist dann die Albtraumwelt sehr interessant, finde ich. Und auch die Musik ist dann anders. Also das ist jetzt so ein bisschen friedlichere Musik, wie es halt zu so einem netten Mädel passt. So, zweiter Checkpoint und jetzt geht ein bisschen Story weiter. Hier hängt eine grünhaarige Schwester von uns. Der wird doch nicht, der wird doch nicht. Doch, er wird. Oh, Schwester gefressen. Und dieses herausfordernde Augenbrauenzucken finde ich auch sehr interessant. Und wegfliegt er. So, wir kriegen jetzt hier beigebracht, dass wir die Schwester wechseln können. Und zwar mit dem rechten Trigger, der bei mir... Das war nicht der rechte Trigger. Da ist er. Genau, also wir können die Schwester wechseln von friedlich und blond auf Punk und rothaarig. Und man beachte, die Albtraumwelt unserer Punkerin ist tatsächlich
Friede, Freude, Eierkuchen, helle strahlende Farben. Ja, das ist. Ich finde es cool. Und der Soundtrack ist auch saugeil, finde ich. So, die Welt verändert sich, also außer dass das Aussehen sich ändert natürlich. Man achte auf die Brücke links. Die verschwindet hier einfach. Die Brücke hier, die fährt zusammen. Dafür geht das Tor auf. Und da kommt eben das, so muss man eben an alle Secrets kommen, indem man hin und her wechselt zwischen den beiden Schwestern. Die haben auch unterschiedliche Talente und so. Ja, indem man hin und her wechselt, kann man alle Kristalle finden. Und ja, das ist dann so. Also man muss natürlich auch die Talente nutzen, um durch das Spiel zu kommen, ist klar. Die Schwestern haben unterschiedliche Talente, das habe ich ja schon gesagt. Ich habe die Steuerung so, dass ich, wenn ich das Talent der falschen Schwester benutze, sofort wechsle. Mit der Blondine kann man schweben, also man, ich zeig das mal, man springt, dann fliegt man nochmal ein bisschen hoch und dann dreht man sich wie wild und wenn man den Knopf gedrückt hält, dann fällt man sehr langsam zu Boden. Und die andere Schwester, die hat einen Feuerball, den sie verwenden kann, damit prallt sie von der Wand ab. Kann den aber irgendwie dann nur kurze Zeit verwenden. Ich weiß gar nicht, wie lang die Reichweite ist. Das habe ich nämlich noch gar nicht so gebraucht im ersten Level. Okay, irgendwie einen halben Bildschirm. Aber sie prallt dann von der Wand ab und das verlängert dann wieder. Und vermutlich, das wird vermutlich später im Spiel kommen, kann man Ding... Na? Das war irgendwie gerade nicht das Erfolgreiche. Feuerball... Nee, Drehsprung. Man kommt nicht vom Feuerball in den Drehsprung. Okay, das wollte ich gerade ausprobieren. Dass man irgendwie an die Wand mit dem Feuerball, dann prallt man ab, dann macht man einen Drehsprung, dann kann man wieder einen Feuerball machen, sowas geht nicht. Aber mit dem Drehsprung kommt man auf jeden Fall nochmal schön hoch. Und hier durch die Brücke kann man von unten durchhüpfen. Dann sind wir wieder hier, wo wir den Wechsel beigebracht bekommen haben. Und können jetzt hier rüber auf die andere Seite. Der untere Weg ist jetzt komplett fertig. Da haben wir jetzt alle Secrets abgestaubt. Und wenn ich jetzt hier wechsle, die Brücke fährt sich ein, aber dafür geht das Tor auf. So, das hier sind spezielle Kristalle. Die gelben kann unsere liebe blonde Dame einsammeln. Die roten nur die Punk-Dame. Und da ist auch eine Brücke, die nochmal sich zusammenfährt. Ja, und da, um eben alle Items zu finden, müssen wir dauernd hin und her wechseln. Das ist jetzt bisher noch relativ einfach. Ist ja auch der erste Level. Wir können mitten im Sprung, also egal wo wir gerade sind, wir können immer hin und her wechseln. Also mitten in der Luft, mitten im Feuerball glaube ich nicht, mitten im Drehsprung. Aber auf jeden Fall geht es sehr gut. Unsere Gegner, also hier, sie hat Eulen als Gegner. Ich weiß jetzt nicht, ob... Doch, und sie hat einen, so quasi diese Teufel. Also auch die Gegner sind unterschiedlich, je nachdem in welchem Albtraum ich mich gerade befinde. So, hopp, 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 hopp. Hier oben ist nochmal so ein Secret und hier haben wir jetzt... einen dicken Sprung und haben alle eingesammelt, alle Kristalle. Ich schaue nochmal nach oben, ob noch was ist. Also hier im ersten Level braucht man eigentlich die Spezialfähigkeit noch gar nicht, aber ist trotzdem schön, die zu verwenden, um einfach an ein paar Stellen besser zu kommen. Okay, hier müssen wir mit ihr runter. Dann wechsle ich aber durch. Denn hier sind erstmal... So, wir haben einen Checkpoint erreicht. Das hier waren alles Kristalle für die Blonde und nicht für die Rothaarige. So, wir müssen jetzt nach rechts weiter. Okay, da unten wäre ein Abgrund, aber es ist ja wirklich tödlich. Ne, wir haben noch eine Brücke, auf die wir stehen können. Deswegen denke ich mal, wenn ich jetzt zurückwechsel... Ne, ist immer noch, ist alles noch da. Okay, interessant, dass da unten Schilder sind, die uns auf den Abgrund hinweisen. Okay, wir wurden getroffen, unser Schild ist weg. Aber dafür sind die Gegner jetzt auch tot und wir wechseln zurück. Um... die Kristalle einzusammeln. Jetzt will ich mal was testen, das habe ich auch noch nicht gemacht. Feuerball gegen die Mauer zerstört die Mauer, wunderbar. Gut zu wissen, das werden wir später wahrscheinlich auch brauchen. Das wird uns aber wahrscheinlich alles noch beigebracht. Das ist ja ein freundliches Spiel. Von unten an die Mauer springen bringt gar nichts. Das ist auch gut zu wissen. Und ich habe das Gefühl, es ist tatsächlich gerade relativ langsam, das Spiel, aber soll uns jetzt nicht aufhalten. Okay, hier unten
geht es jetzt nicht weiter. Ich muss tatsächlich hier hoch. Okay, das heißt, ich muss jetzt hier hochspringen. Und zwar nach, möglichst weit nach rechts, weil hier fährt gleich eine Brücke rauf. Und da kann man dann mit der roten Dame landen. Oder wir können auch einfach hochspringen. Feuerball. Schön von der Wand abprallen, nach unten fallen und doch wieder hochhüpfen. Na, ich habe gedacht, es reicht vielleicht mit dem Feuerball, dass ich direkt hier auf der Plattform lande. Das wäre schön gewesen. So, hier sind ein paar Kristalle für Punk. Und wenn ich wechsle, geht das Tor zu. Deswegen bleibe ich mal nochmal hier drüben kurz. Schau mal, ob da noch was ist. Hier da oben ist noch einiges, aber da kommen wir jetzt als nächstes wohl eh hin. Wollen wir uns keine Umwege machen. Wechseln, das sind gelbe Kristalle. Okay, hier fährt uns eine Brücke hoch, da wollen wir natürlich nicht nach unten. Dann kommt hier eine Brücke für unsere rote Dame. Also es sieht am Anfang natürlich, wie es halt für so ein Jump'n'Run ist, es sieht am Anfang relativ leicht aus. Ich denke, ich hoffe, das Spiel zieht vom Schwierigkeitsgrad her an. Also ich möchte auf jeden Fall eine gewisse Herausforderung haben. Und das alte Giannas ist, das war auf jeden Fall sehr schwer, das kann ich sagen. So, hier haben wir ein kleines Rätsel. Na, ich gehe erstmal. Hier ist der Ausgang. Dieses Haus hier oben ist unser Ausgang. Da müssen wir hin, um das Level zu beenden. Deswegen wollen wir erst hier runter, wo wir Kristalle vor einem Abgrund sehen. Und hier sind auch keine Schilder. Achtung, wir sterben gleich. Wenn ich wechsle, kann ich hier runterfallen. Und bekomme einen Pfeil, der uns darauf hinweist, dass wir hier nach rechts können. Dann wollen wir das doch mal, aber am besten ohne den Abgrund zu fallen. So, wechseln. Ich bin mal gespannt, wie das später wird mit Wechseln in der Luft und verschiedene Talente kombinieren und keine Ahnung. Wie gesagt, im ersten Level muss man das noch nicht. Hopp. Ich glaube, ich stelle dann auch die Steuerung um. Ich weiß nämlich nicht, was bei mir tatsächlich auf den Schultertasten liegt. Ich habe ja in meinem Gamepad auch Schultertasten. Ja, muss ich auf jeden Fall ausprobieren. So, und das hier sind die letzten vier Kristalle. Wir haben 100% des Levels erreicht. Wir haben alle Secrets, alle Secret Ways. Und damit können wir jetzt guten Gewissens durch das Tor durch. Bekommen eine Abschlussgrafik. So, zack, 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 zack. Ich habe alle Kristalle. Wir sind nur mal gestorben. Das gibt nochmal 2 Sterne. Und wir haben alle 4 großen Kristalle eingesammelt. Fortfahren. Ja, die Statistik hatte ich schon mal. Wie gesagt, den Level hatte ich schon mal gespielt. Weiter kenne ich das Spiel noch nicht. Das war jetzt aber auch, wie gesagt, einmal gespielt, noch nicht auswendig gekonnt. Ja, das passt erstmal so. Ich würde jetzt auch sagen, so wie es von der Zeit aussieht, also das ist ja ein Spiel mit so Level basiert, so wie ich auf die Zeit schaue. Ich mache einfach einen Part pro Level, einen Level pro Part. Das heißt, der Part jetzt war ein bisschen kürzer, weil ich den Level schon kannte. Ja, aber schalte wieder rein für den zweiten Level. Der wird dann vermutlich übermorgen kommen, wenn wir dann durch den Wirbelwald gehen. Wenn es euch gefallen hat, wenn euch das Projekt gefällt, lasst eine positive Bewertung da. Wenn es euch nicht gefällt, schreibt doch mal, was euch stört. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, einen schönen Abend noch und tschüss.